Okay. Third quarter, dynamic nature, same time, competitive portfolio, solid delivery, absolute emissions, strong results, dynamic market, retail sites, low carbon, everyday products, convenience shops, key growth, higher margins, new offers, Shell Cafe, low carbon electric vehicle joint venture, further expansion, key biofuels, electric vehicle, Pernis refinery, renewable diesel, sustainable aviation, Blue Alp, plastic waste, great example, integrated energy, traditional fuel, low carbon, internal rate of tangible assets, low carbon, absolute emissions, clear message, absolute emissions, operational control, net basis, integrated energy, other measures. Important step, dynamic energy, higher oil, mixed chemicals, financial results, outstanding quarterly, higher prices, long-term, higher spot, strong cash, highest cash, premium fuels, electric vehicle, traditional refineries, absolute emissions, low carbon, wider society. Hi everyone. Hallo zusammen. Ich bin Tega Brain und das ist Sam Levine. Und 2015 haben wir eine neue Organisation gegründet, die Intergovernmental Panel on Capitalism, was wir IPC nennen, also die internationale Zusammenarbeit über Kapitalismus. Und das beruht natürlich auf dem internationalen Panel über Klimawandel. Aber ja, wir haben eben alle Dokumente der IPCC genommen und sie in genauso wahre Dokumente umgewandelt, indem wir einen kleinen Wandel vorgenommen haben. Wir haben den Term Climate Change mit Kapitalismus ersetzt. Ja, und wenn man das macht, dann bleibt die Bedeutung der Texte erhalten oder wird sogar verstärkt. 1998 hatten gewisse internationale Organisationen, die die Einsicht, dass Kapitalismus zu mehr eine Bedrohung darstellt. Und die ärmsten Menschen in der Welt sind die, die am meisten von Kapitalismus betroffen sein und verletzt werden. Ja, und was das heißt, dass Kapitalismus eine Transaktion ist, in der manche Menschen andere Menschen verletzen. Ja, die weitreichenden Einflüsse des Kapitalismus überall auf der Welt betreffen bereits Ökosysteme, menschliche Gesundheit. Wir haben die Möglichkeit, Kapitalismus einzuschränken für eine bessere Zukunft. Die Einflüsse des Kapitalismus werden schwieriger und liegen außerhalb unserer Möglichkeitsraums, damit klarzukommen. Und wir müssen etwas tun. Also, danke. Also, ja, wir haben eben hier Suchen und Ersetzen gemacht mit allem, was die IPCC zum damaligen Zeitpunkt gemacht hatte. Das hier ist unser Bericht, unsere Website, das Archiv mit den Videos. Und heute reden wir über vier Arten und Weisen, die wir bei unserem IPC entwickelt haben, um eben zu Netto Null zu kommen. Und da geht es eben in allen vier Arten und Weisen geht es darum, um Geoengineering und eben den dringenden Bedarf, den wir daran haben. Also, ihr wisst wahrscheinlich, dass Geoengineering ein sehr weit gefasster Begriff ist, wo es eben um auf einem großen Maßstab Maßnahmen geht, die wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid entfernen aus der Atmosphäre oder eben das Blockieren von Sonnenstrahlen, damit es weniger aufgeheizt wird. Und ja, wir brauchen eben wir müssen diese planetaren Infrastrukturen bauen. Aber wir beim IPC haben eben festgestellt, dass viele dieser Vorschläge in ihrer jetzigen Form doch einfach nur Vorschläge sind, um die physische Realität zu ändern. Aber sie beinhalten keine radikalen kulturellen und ökonomischen Veränderungen, die wir brauchen, um die Klimakrise zu beherrschen. Also Geoengineering ausweiten, was heißt das? Also jenseits von einfach diesem naiven Optimismus und dem Vertrauen in Technologie, wie kann diese Frage irgendwie etwas katalysieren, eine Veränderung katalysieren, die wir brauchen in verschiedenen Orten? Also wie zum Beispiel bei Social Media Plattformen, wie viel wir schlafen, essen und uns ausruhen.
Und ja, wir gucken da in allen diesen Kategorien uns ein paar Beispiele an heute. Also, zuerst die Medien. Große Massen, Versammlungen, Proteste, Applaus. Ja, das ist alles zu Klicks, zu Likes und zu Werbeeinnahmen geworden. Und wir beim IPC fragen, wie das, wie diese Social-Media-Plattform jetzt eben, was das mit uns macht, wie wir dann die Klimakrise wahrnehmen. Also ne, diese schrecklichen Effekte sind bereits jetzt eben auf der Welt zu sehen. Aber die Medien, ja, die drucken das nicht auf der Titelseite und die Titel, die sind nicht davon geprägt. Und also das, ne, so, und es wird auch nicht so als menschlich wahrgenommen. Es wird immer noch so als Naturkatastrophe angesehen. Ja, und natürlich das Business Model im Internet ist, Werbung zu verkaufen. Also desto mehr eine Story angeklickt wird, desto mehr Geld wird verdient von den Herausgebern. Und da gibt es dann eben ne, diese ganzen Versuche, das zu optimieren und die Aufmerksamkeit an sich zu reißen. Ja, also das beeinflusst, wie Geschichten und Berichte im Internet geteilt werden und wie die sich verbreiten. Also sowas wie Maus, das Klicken mit der Maus und sowas, ne, das führt eben, das bewertet die Setzung von Themen, eben auch von existenziellen Themen wie Klimawandel. Ja, und das liegt doch im Kern des demokratischen Prozesses. Ja, und aber wenn eben PolitikerInnen Leute bezahlen, um auf Demos zu gehen, ne, da werden wir eben daran erinnert, dass solche Versammlungen gefaked werden können, dass sie gemacht werden können und nicht unbedingt echt sind und natürlich entstehen. Und daher wird das alles eigentlich heutzutage durch die digitalen Algorithmen und Werbeumwelten mitgeprägt. Und die Geschichten, die wir da eben haben, die haben atmosphärische Auswirkungen. Also wir gucken uns jetzt eben an, wie diese werbebeeinflussten Plattformen, was man da mit Geoengineering machen könnte. Und hier haben wir hunderte Bots, die alle eine animierte Hand haben. Und was diese Bots den ganzen Tag machen, ist Klimawandel-News aufzurufen und alle Werbelinks anzuklicken, die man in diesen Artikeln findet. Ihr seht also, ne, wir haben zum Beispiel sowas wie Stories über den Klimawandel und die Effekte davon, wie schmelzendes Eis. Und dann gibt es aber sowas wie Werbung für Viagra und das wird dann eben angeklickt. Und mit jedem Klick wird natürlich eine Mini-Transaktion angestoßen auf dem Server der Werbetreibenden. Und das erhöht dann natürlich den Wert des jeweiligen Artikels über den Klimawandel. Und was hoffentlich dazu führt, dass dieser Artikel dann auch eine höhere Reichweite hat, als er eigentlich gehabt hätte. Und das heißt, hier fragen wir eben, ne, hier hinterfragen wir die Rolle, die diese Plattform AI und Algorithmen spielen in unserer Wahrnehmung der Klimakrise. Und dieser Synthetic Messenger, wie wir das nennen, ne, wir haben da eben Bots, die mit Bots reden und das ist doch irgendwie absurd. Also hier haben wir etwas, das wir während der Pandemie erschaffen haben. Jeder dieser Bots performt das in einem jeweiligen Zoom-Account und da haben wir eben die Öffentlichkeit eingeladen, da sich das anzuschauen. Scroll. Click. Scroll. Click. Click. Scroll. Click. Scroll. Scroll. Click. Click. Scroll. Scroll. Click. Scroll. 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 Click. Scroll. Click. Scroll. 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 Click. Scroll. Click. Scroll. Click. Click. Scroll. Click. Click. Scroll. Click. Scroll. Click. Click. Scroll. Click. Click. Scroll. Scroll. Click. Click. Scroll. Okay, das reicht vielleicht. Ja. Synthetic Messenger
erforscht also, was die fossile Brennstoffindustrie lange gemacht hat, nämlich, dass die, die hier den Medienzyklus kontrollieren, haben auch einen Einfluss auf den klimatischen Zyklus. Media-Manipulationsstrategien, die durch die Industrie unterstützt werden, haben natürlich oft dokumentiert worden. Wir haben hier eine ausgefeilte rhetorische Technik, also zum Beispiel die Idee, dass das Verringern der Emissionen ein individuelles Problem sei. Es gibt hier 2004 den ersten Carbon Footprint, den ersten CO2-Fußabdruckberechner, um die Verantwortung von der Industrie auf Individuen abzuwälzen. Und diese Strategien enthalten aber auch Manipulationen der Medien, also zum Beispiel auch Desinformation, die ausgegeben wird, Bots, die falsche Informationen verbreiten, haben wir beobachten können während der australischen Waldbrände 2019 oder Buschbrände. Die Aussage, dass dies nicht etwa durch bisher noch nie dagewesene Dürre, sondern durch Brandstiftung ausgelöst worden sei, das wurde verbreitet. Auch in Kanada in den Bränden, die in den letzten paar Wochen dort ausgelöst wurden. Die Pandemie hat außerdem auch gezeigt, wie Plattformen wie Twitter sehr bereit sind, Falschinformationen in Bezug auf Covid zu identifizieren, aber die nicht dieselbe Vorsicht zum Thema Klimakrise anwenden. Und die Inhalte dieser Plattformen sind immer noch sehr stark parteiisch in Richtung der fossilen Brennstoffindustrie. Und Facebooks Werberegeln haben tatsächlich oft auch Umweltschutzinhalte als Werbung gekennzeichnet. Und die Art und Weise, wie die Industrie ihren Content bezahlt und promotet, wird also nicht auf dieselbe Weise behandelt. Während nun Sorgen über Bots und Trolls sehr viel Aktivität ausgelöst haben, insbesondere wenn es um Wahlen geht, vielleicht sogar nicht im Verhältnis stehen zu ihrer eigentlichen Wirkung, aber die Herausforderung über den Bereich Desinformation ist eine tatsächliche Herausforderung, auch im Bereich von Interessen der Brennstoffindustrie, der fossilen Brennstoffindustrie. Und die Nachrichten, die wir sehen, wenn es um die Vorgänge in der Atmosphäre geht, haben einen direkten Einfluss auf die Art und Weise, wie wir die Atmosphäre verändern. Medien werden zur Ökologie. Also das Ziel des typischen Geoengineering ist eigentlich einfach, den Status quo aufrechtzuerhalten. Die üblichen Verhältnisse im Bereich von Klassen, Arbeit, Arbeitswelt und so sollen erhalten werden. Das Wachstum soll weitergehen. Und das bringt uns auf das zweite Geoengineering-Schema, Perfect Sleep. Da geht es um Schlaf und Träumen als eine Technik, um Geoengineering durchzuführen und um Experimente mit unseren Schlafzyklen. Und wie unsere Schlafzyklen und der Klimawandel das Ergebnis derselben extrahierenden kapitalistischen Wirtschaftsform sind. Dies wurde in zwei Teilen realisiert, als eine Installation und als eine Smartphone-App. Ist im Apple App Store erhältlich, die Perfect Sleep App. Damit kann man also den eigenen Schlafzyklus anpassen und die Schlafzeiten im Laufe von 3 Jahren anpassen, bis man einen 24-stündigen Schlaf erreicht. Während die Schlafzeit sich erhöht, schlägt die App einen entsprechenden Zeitplan für den Rest des Tages. Die Möglichkeit, weniger zu arbeiten, ist natürlich ein Privileg. Und ich wollte tatsächlich am Anfang der App einen Preis von $10,000 geben, um klarzustellen, dass die Leute, die es benutzen, also privilegiert sein müssen, aber das wurde nicht erlaubt. Hier ein möglicher Zeitplan. Vielleicht könnt ihr sehen, dass am Tag 615 man 16 Stunden lang schläft, 16 Stunden und 42 Minuten, 7 Stunden, 18 Minuten Freizeitaktivität und man arbeitet für 0 Stunden und 0 Minuten. Und am Tag 1051 hat man nun den vollständigen Schlaf erreicht. Die App verfolgt auch
den erwarteten wirtschaftlichen Output. Und dafür haben wir ein sehr ausgefeiltes Klimamodell benutzt, das Schlafzeit und Bruttosozialprodukt und Bruttosozialprodukt und CO2-Emissionen in Beziehung setzt. Und dann hat man also einen Graphen mit dem Schlaf auf der X-Achse. Und Silicon Valley hat ein großes Interesse an Schlaf und es gibt schon sehr viele Apps, aber der Zweck dieser Apps ist meistens, Produktivität zu erhöhen und nicht zu verringern. Und was hier in diesem Graph vielleicht interessant ist, weil die Bevölkerung generell nicht genug schläft, hat ein bisschen extra Schlafzeit am Anfang tatsächlich einen CO2-erhöhenden Effekt. Aber nach diesem unglücklichen Anstieg geht es dann in die richtige Richtung weiter. Zusätzlich zur App gibt es dieses Projekt auch als zwei Installationen. Dies ist also inspiriert von dem Roman Der Zauberberg von Thomas Mann und von den Sleeping Pods von Silicon Valley. Und um den Leuten also beim Einschlafen zu helfen, haben wir einige trauminduzierende Texte in Auftrag gegeben. Und diesen Texte, die die Schlafenden dazu einladen, ihre Träume, ihren Schlafraum diesem Ziel zu verschreiben, über den eigenen Zweck hinaus. Und wir haben insgesamt eine Form der digitalen Sabotage hier geschaffen, die vielleicht am besten definiert werden kann durch diesen Autor hier. Perfect Sleep ist natürlich eine extreme Anwendung davon. Und das nächste Projekt ist ein bisschen mehr nach außen gerichtet. Es heißt Fragile States. Ein Archiv von Interviews mit früheren politischen Gefangenen, die für Klimaaktivismus gefangen genommen wurden. Ein Versuch, dies zu feiern und zu unterstützen. Menschen zu unterstützen, die also Repressionsmaßnahmen von Regierungen ausgesetzt sind. Und wir haben eine Limited Liability, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, mit dem Ziel, von Organisationen einzusammeln, um diese Arbeit tatsächlich zu unterstützen. Wir fragten unsere Interviewpartner, was sie erlebt haben, und wir haben die Geschichten aufgeschrieben. Wir haben Max Permi, der 6 Monate in Australien ins Gefängnis kam. Jemand, der für einen Protest in Standing Rock 4 Jahre im Gefängnis war. Noch eine weitere und einen anonymen Aktivisten, den wir Rose nennen, die im Sudan bei Extinction Rebellion dabei war und ziemlich furchtbare Konsequenzen für im Grunde nur das Verteilen von Flugblättern hatte. Und indem wir hier so das im Sinne eines Forschungsfonds organisiert haben, um KlimaaktivistInnen zu unterstützen, die Zeit, die wir brauchen im akademischen Sektor, um die entsprechenden Erkenntnisse zu gewinnen, ist länger als die Zeit, die wir noch haben. Ein Zitat von Max Kermi aus dem Interview. Wir hören viele Leute, die darüber reden, dass das System kaputt sei, dass das System nicht mehr funktioniert, dass wir das System reparieren müssen, aber es ist nicht wirklich kaputt. Es funktioniert genauso, wie es aufgesetzt worden ist. Und Regierungen in der ganzen Welt verwenden jedes Mittel, das sie haben, um Klimaproteste zu unterdrücken. Aber indem sie ihre Macht ausüben, zeigen sie auch ihre eigene Fragilität. Und die Bestrafungen gegen diese Proteste ist auch eine stillschweigende Anerkenntnis, wie machtvoll diese Proteste sein können. Ja, und die letzte Methode, die wir heute zeigen, die heißt Offset, also Ausgleich. Fragile Zustände, ne? Da ging es
da hatten wir halt diese Begrenzung. Wir hatten nur diesen einen Batzen Geld, den wir von der NYU bekommen hatten. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie können wir diese Neuverteilung von Ressourcen organisieren? Wie können wir das langfristig aufstellen? Und wollen wir die Logik ausnutzen der aufkeimenden CO2-Märkte. Ne? Also da werden diese Kohlenstoff-Zertifikate gehandelt, wo eben kompensiert werden soll, dass Kohlenstoff erzeugt wird bei gewissen wirtschaftlichen Aktivitäten. Und jetzt sagen wir mal, ne, zum Beispiel ein Wald, der absorbiert CO2, zum Beispiel 1.000 Tonnen im Jahr. Und jetzt, ne, sagt mal, ihr seid Microsoft, ihr baut ein neues Datencenter für irgendwie, damit ihr Beine in virtuellen Realitäten darstellen könnt, was auch immer. Auf jeden Fall, das erzeugt 1.000 Tonnen CO2 im Jahr. Und dann verkaufe ich Microsoft eben dieses Zertifikat, für das CO2, das mein Wald aufgenommen hat. Und ne, die Logik dahinter ist natürlich mal wieder, dass alle Aktivitäten auf der Erde irgendwie quantifiziert werden können und gehandelt werden können und einen monetären Wert zugesprochen bekommen. Und ja, eben auf der individuellen Ebene, auf der Unternehmensebene oder auf der staatlichen Ebene für irgendjemand anders oder vielleicht auch zukünftigen Generationen. Und daher führen diese Ausgleichszahlungen und Zertifikate eben zu einer Aufrechterhaltung des Status quo und nicht zu einem Ende der Klimakrise. Und die Idee, das führt ja alles dazu, dass CO2 eingespeichert und eingelagert werden soll. Und wie Sarah Bracking, die eine Professorin in London ist, gesagt hat, die Versprechen des Geldes von globalen Institutionen und Regierungen haben die Hoffnung und Erwartungen der Leute gebremst. Und die Art und Weise, wie wir kulturell verstehen, das Geld in der Welt verstehen, hat das sehr geprägt, aber es hat eigentlich sehr wenig tatsächlichen Effekt auf die Klimakrise gehabt. Und das sehen wir eben, ne, das ist eine riesige Rechenaufgabe, zu dem Punkt zu kommen, wo wir keine neuen Klimagase mehr erzeugen. Und das heißt, das geht ja auch alles davon aus, dass die ganze Welt berechnet werden kann, dass Computer das dazu in der Lage sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an dieses Waldbeispiel denken von vorhin, das ist sehr simpel, ne? Aber es gibt so viele Methodologien und Arten und Weisen, das zu berechnen, die einfach richtig, richtig vertrackt sind. Und deswegen ist das auch alles höchst zweifelhaft. Und da gibt es eben dieses Beispiel des Tanya Accounting. Und da wird kurzweilig CO2 eingelagert. Na, also zum Beispiel, ich habe diesen Wald und ich will ihn dann irgendwann abholzen. Aber nicht dieses Jahr, sondern vielleicht in 5 Jahren. Kann ich jetzt diese Verzögerung um 5 Jahre, kann ich dafür eine Zertifizierung erhalten, ein CO2-Zertifikat? Und da sind natürlich Vertretungen der Industrie drauf gekommen, ja klar, das sollte möglich sein. Und die Annahme ist jetzt hier eben, dass wenn CO2 später auszustoßen, ist besser als jetzt. Und ne, da gibt es dann noch viele weitere Annahmen, die nicht wirklich fest sind. Sowas wie, ne, dass die Welt für zukünftige Generationen nicht so wichtig ist wie für uns heute. Glauben wir das wirklich? Und dass die Technologie in der Zukunft, um CO2 einzuspeichern und aus der Atmosphäre zu ziehen, besser sein werden. Und auch da wieder die Frage, glauben wir das wirklich? Und große CO2-Zertifikat-Handelsbörsen wie Vera, die... Ja, die machen das eben die ganze Zeit. Also, okay, wir müssen ein bisschen schneller werden. Also, und wir haben realisiert, manche direkte Maßnahmen, die zum Beispiel diese Gruppe von Max Grimmig, Blockade Australien, die haben den Hafen von Newcastle für 10 Tage lahmgelegt. Das ist der größte Kohleexporthafen der Welt. Und das hat eben den Hafen dazu gezwungen und Australien dazu gezwungen, dieses CO2 10 Tage lang einzulagern. Das hat dazu geführt, dass 4,3 Millionen Tonnen
Kohle eingelagert wurden und damit eben auch sehr viel CO2 eingespart wurde. Und wenn wir jetzt dieses Tanya Accounting Modell anwenden, dann können wir doch dafür CO2-Zertifikate ausstellen. Also hier haben wir jetzt ein Offset-Zertifikat, die durch industrielle Sabotage hergestellt wurde, um eben die Logik dieser Märkte an ihr auf die Spitze zu treiben. Und die Idee ist, dass hier sehr viel mehr schon diese wichtige Arbeit dabei ist weiterhin nicht finanziert und deswegen auch nicht anerkannt. Wir haben ein Register, das Ziel ist, direkte Aktionen in Sabotage in Credits zu verwandeln und dann diese Zertifikate an einfach Microsoft verkaufen und das Geld dann an die AktivistInnen zurückzugeben. Ein White Paper, das heißt Industriesabotage als eine vorübergehende CO2- oder Fossilspeicherung. Hier die und eine Gruppe von Personen, die die Reifen von SUVs aufstützen. Besucht doch unsere Website, um mehr Beispiele davon zu sehen. Freut euch auf den Start dieses neuen Marktplatzes. Vielen, vielen Dank. Danke.